Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr den VPN-Client beispielhaft auf einem Mac einrichten könnt. Ein virtuelles privates Netzwerk ermöglicht euch den gesicherten Zugang zum lokalen Netzwerk der Universität Stuttgart. Damit könnt ihr Dienste, die euch die Universität anbietet, von zu Hause aus nutzen. Zum Beispiel Zugriff auf CAD, Programme, SPSS und E-Books. Dafür gebt ihr in eurem Browser den Link https://uni-s.de/vpn ein, um auf die Download-Seite des VPN-Clients zu gelangen. Nun gebt ihr eure lange Benutzerkennung mit dem dazugehörigen Passwort ein und klickt auf Login. Als nächstes klickt ihr auf Download für Mac. Der Browser startet dann den Download der Installationsdatei. Diese findet ihr in der Regel in eurem Download-Ordner. Führt die heruntergeladene Installationsdatei aus und folgt den Anweisungen des Installations-Wizards. Startet nun das Programm mit dem Namen Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. Auf dem Bildschirm erscheint nun ein kleines Fenster. Sollte es noch nicht eingetragen sein, tippt vpn.rus.uni-stuttgart.de in die leere Zeile ein und klickt auf Connect. Nun gebt ihr wieder eure lange Benutzerkennung mit dem dazugehörigen Passwort ein und klickt auf OK. Jetzt habt ihr eine Verbindung mit dem Netzwerk der Universität Stuttgart. Eine bestehende Verbindung erkennt ihr daran, dass vor dem Cisco AnyConnect-Symbol ein kleines Schloss zu sehen ist. Um die VPN-Verbindung zu beenden, klickt ihr mit der rechten Maustaste auf das Cisco AnyConnect-Symbol und wählt Disconnect aus. Falls ihr Probleme bei der Einrichtung der VPN-Verbindung haben solltet, könnt ihr gerne während unserer Öffnungszeiten bei uns in der Benutzerberatung vorbeischauen.